Ah, endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein. Zurück in der Wildnis natürlich. Ich bin Morrigan, falls ihr es vergessen habt, und habe gerade eure Wunden verbunden. Und übrigens, gern geschehen. Wie geht es eurem Gedächtnis? Erinnert ihr euch, wie Mutter euch gerettet hat? Der Mann, der auf euer Signal reagieren sollte, hat sich zurückgezogen. Die dunkle Brut hat die Schlacht gewonnen. Alle Zurückgelassenen wurden getötet. Euer Freund kommt nur schwer damit zurecht. Der misstrauische Dämlack, der bei euch war. Ja. Er ist draußen beim Feuer. Mutter wollte euch sehen, sobald ihr erwacht seid. Kein Problem. Lasst euch Zeit. Für den Moment sind wir sicher. Mutters Magie hält die dunkle Brut auf Distanz. Sobald ihr geht, ist alles offen. Die Horde ist weitergezogen. Ihr könntet ihr also ausweichen. Sie verwandelte sich in einen riesigen Vogel und hat euch von der Turmspitze gepflückt. Einen in jeder Kralle. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt doch Mutter selbst. Vielleicht erzählt sie es euch. Das frage ich mich auch, aber sie sagt mir nichts. Vielleicht wart ihr die Einzigen, die sie erreichen konnte. Ich hätte euren König gerettet. Für einen König bekommt man viel mehr Lösegeld als für euch. Aber jetzt seid ihr ein Oberflächenzwerg. Da würde ich lange auf ein Lösegeld warten. Ein paar Versprengte, aber die sind lange fort. Ihr wollt gar nicht wissen, was jetzt in dem Tal vorgeht. Ich weiß nicht mal, wer dieser Logan überhaupt ist. Ihr fragt besser Mutter. In der Tat. Sprecht jetzt mit Mutter und macht euch danach auf den Weg. Schon gut, schon gut. Aber selbstverständlich. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ich kümmere mich. Seht ihr? Hier ist eure graue Wächterfreundin. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Duncan ist tot. Die grauen Wächter, selbst der König. Sie sind alle tot. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder?
Muss ich das? Alter und Macht sind relativ. Ob ich alt und mächtig bin, hängt stark davon ab, wer danach fragt. Im Verhältnis zu euch ist die Antwort auf beides ja. Warum habt ihr dann nicht Duncan gerettet? Er ist... war unser Anführer. Es tut mir sehr leid um Duncan, aber ihr müsst eure Trauer zurückstellen. In die dunklen Schatten, bis die Zeit für eure Rache gekommen ist. Das hat meine Mutter immer gesagt. Jetzt ruft die Pflicht. Es war schon immer die Pflicht der Grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Aber wir haben die Dunkle Brut bekämpft. Der König hatte sie schon fast besiegt. Warum hat Loghain das getan? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Ich? Ich bin nur eine alte Frau, die in der Wildnis lebt. Ich weiß nichts über die Verderbnis oder die dunkle Brut. Also, wo auch immer Loghains Wahnsinn herkommt, er sieht in der dunklen Brut offensichtlich nur eine geringe Bedrohung. Wir müssen alle warnen, dass das nicht so ist. Und wer wird euch glauben? Oder wollt ihr Loghain davon überzeugen, dass er sich irrt? Er hat gerade seinen eigenen König verraten. Wenn Al-Eamon wüsste, was ein Ostagar getan hat, wäre er der Erste, der seine Hinrichtung fordern würde. Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Caelans Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Lanting. Natürlich. Wir könnten nach Redcliff gehen und ihn um Hilfe bitten. Diese Entschlossenheit, wie faszinierend. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Al-Eamons Hilfe ausreichen wird. Er kann die Horde der dunklen Brut nicht allein besiegen. Ich weiß nicht, wie wir Kontakt zu ihnen aufnehmen können. Oder ob sie nicht vielleicht schon unterwegs sind. Wir müssen etwas unternehmen. Euch steht mehr Hilfe zur Verfügung, als ihr denkt. Natürlich, die Verträge. Die Grauen Wächter können die Hilfe der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, diese Al-Eamon und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Redcliff und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, Graue Wächter zu sein? Nein, nein, ich danke euch. Ihr seid hier die Grauen Wächter, nicht ich. Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Der Eintopf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die Grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Ihre Magie wird euch nützlich sein. Außerdem kennt sie die Wildnis und kann euch an der Horde vorbeibringen. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Verzeiht, aber ich dachte, ihr beide könntet etwas Unterstützung gebrauchen. Ganz egal von wem. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige.
Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Ich verstehe. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Ich stehe zur Verfügung, Graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst. Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur... Wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Wenn ihr befürchtet, ich würde Dämonen beschwören und mich in eine Abscheulichkeit verwandeln, kann ich euch beruhigen. Damit warte ich, bis ihr mal nicht herseht. Und schon geht's mir besser. Leb wohl, Mutter. Vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was. Viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes.